Ich möchte euch herzlich begrüßen. Die schönste Stadt der Welt, ich weiss, das sagen alle, aber für Bern stimmt es eben. Und deshalb freut es mich, dass wir den heutigen Abend hier die Preisverleihung hier in dieser wunderschönen Stadt dürfen, bei wunderschönstem Wetter und ohne jede Demo durchführen. Wie wichtig Integration ist, glaube ich, das muss ich nicht erzählen. Das wisst ihr alle besser als ich, wenn ihr nämlich ein bisschen Zahlen vor Augen haltet, was an Türken und an Schweizer. Je in den Ländern leben die Türkei jetzt 77 Millionen Einwohner und gerade 2100 davon sind Schweizerinnen und Schweizer. Die Schweiz hat 8,1 Millionen Einwohner und davon sind knapp 70'000 Türkinnen und Türken. Und das allein zeigt, wie wichtig der Anlass ist, wie wichtig dass es ist, dass man die Sprache lernt, dass man sich versteht, dass man in der Schule weiss, um was es geht. Und von dort her ist es extrem wichtig, dass man sich integriert und integrieren tut man sich eben nur über die Sprache. Und ich glaube, Bern darf für sich in Anspruch nehmen. Wir haben es begriffen, wir haben unsere Lektionen gelernt. Masseneinwanderungsinitiative, wo so viel ist darüber geredet worden, ist in Stadt Bern am höchsten abgelehnt worden von allen Städten in der Schweiz mit 72,3%. Ihr seid willkommen in diesem Land und das haben unsere... Und das haben die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger von Bern auch an der Urne gezeigt. Dass wir auch willkommen sind in eurem Land, in der Türkei, das seht ihr an den Tourismuszahlen. 300'000 Schweizerinnen und Schweizer gehen alle Jahre in die Türkei in die Ferien. Von dort her sieht man eben auch, wie wichtig der Umkehrtweg ist. Und ich glaube, bei einem Punkt können wir noch sehr viel von euch lernen, wenn ich mir jetzt vorstelle, dass die Türkei allein nur wegen dem Syrienkrieg 700'000 Flüchtlinge aufgenommen hat. Da muss ich den Schweizerinnen und Schweizer in diesem Saal sagen, wir haben dann noch einen Haufen Platz für solche Leute, die in Not sind und auf der Flucht sind. Und ich glaube, da dürfen wir uns ruhig die Türkei auch ein bisschen als Vorbild nehmen. Und ich will jetzt gar nicht viel sagen, wie wichtig Schweiz und Türkei, was der Zusammenhang ist, aber es ist, glaube ich, klar, der Vertrag in Frankreich im Schloss Uschi in Lausanne, der eben hat die Grenzen der heutigen Türkei aufgezeigt, oder das Zivilgesetzbuch, das eine Erfindung ist von Schweiz. Ich glaube, es gibt sehr viele Gemeinsamkeiten zwischen der Schweiz und der Türkei. Nur in einem Punkt kann ich sagen, sind wir noch besser als dir. Im Schutten sind wir noch 30 Ränge vor euch in der FIFA-Weltrangliste. Aber nicht, weil wir so gut schuten, weil Schweizerinnen und Schweizer schuten ja schon lange nicht mit der Nationalmannschaft, sondern weil wir unsere Spieler so gut integrieren, dass sie aus allen Ländern, aus der Türkei, am Schluss die beste Schweizer Nationalmannschaft machen, die wir je gehabt haben. Und das ist, glaube ich, die Integration. Ich möchte euch allen einen wunderschönen Abend wünschen. Toll, was ihr auf die Beine gestellt habt. Toll, dass ihr über die Sprache, über die Musik, über den Tanz, die Integration zwischen der Schweiz und der Türkei lebt. In diesem Sinn freut es mich, dass ich heute Abend hier sein darf. Gratuliere jetzt schon allen Gewinnerinnen und Gewinnern. Und die nicht gewonnen haben, sind eben auch Sieger, weil sie eben mithelfen, die Integration zu leben. In diesem Sinn, merci, dass ihr auf Bern gekommen seid. Geniessen den Abend und hoffentlich ein anderes Mal.